Moin, so Leute. Herzlich willkommen hier bei Replay of the Week. Wie ihr an meinen Augenringen unschwer feststellen könnt, bin ich ja noch nicht besonders lange wach. Gab nämlich mal wieder dank des Patches ein paar technische Probleme beim Abspielen diverser Replays. Trotzdem denke ich, haben wir eine ganz coole Runde gefunden. Ich weiß es nicht genau, weil ich gucke sie mir wie immer mit euch zum ersten Mal an. Schauen wir mal rein. Viel Spaß. So, dann schauen wir mal. Arakon WOT hat nicht mal einen Clan oder ist in keinem Clan zurzeit. Ist hier mit seiner Grille 15 unterwegs auf Redshire. Auf Redshire, ich denke, mit der Grille gibt es zwei mögliche Positionen. Entweder hier vorne, so G4, G5, dieser Sniper-Hügel. Oder man kann sich halt, wenn man sehr defensiv spielen will, hier hinten auf der K-Linie irgendwo aufstellen. Ich persönlich bevorzuge es auch immer hier mit Sniper-Tanks vorne auf den G4, G5-Hügel zu kommen. Weil man halt in den ersten Minuten meistens ein, zwei Schüsse irgendwo auf diese Flanke hier hinkriegt. Schauen wir mal, Arakon wird hier wahrscheinlich den T-54 ins Visier nehmen. Ja, so sieht's aus. Bams. Und getrackt auch noch mit dem ersten Schuss. Oh, da hat's den AMX 1390 zerrissen. Aber Arakon ist hier entweder nicht aufgegangen oder er hat keinen sechsten Sinn. Das kann man sich jetzt aussuchen. Oh, 15 HP noch. Mmh. 15 HP mit einer 150mm Patrone. Zerfetzt sozusagen. Ja, und das ist jetzt genau die Situation, die ich angesprochen habe. Es ergibt sich halt meistens in den ersten Minuten des Gefechtes hier Schussoption, weil die Heavy Tanks versuchen, möglichst nach E0 zu kommen, F0 da in diese Heavy Tank Schlachtergasse, möchte ich es mal nennen. Und je nachdem, wie die Heavy Tanks dort fahren, bleiben sie vielleicht auch manchmal stehen. Man sieht es hier sehr schön am Conqueror. Den kriegt er hier halt voll seitlich rein, falls ihr diese Position also nicht kennt. Das ist, denke ich mal, die Standard-Sniper-Position für mittlere Panzer, für schnelle TDs und für Light-Tanks, um am Anfang des Gefechts gleich mal ordentlich Damage zu machen. Eieieiei. Schade, dass der Schuss da auf den IS-7 nicht geklappt hat. Aber ihr müsst natürlich an der Position auch immer davor aufpassen, dass wenn ihr selbst aufgeht, seid ihr sehr schnell einschießbar, zum Beispiel vom Objekt 704. Was jetzt? Oh, schön, das Kanono abgeballert. Ei, Arakon WOT, da ist aber ein bisschen verschissen. Schön dem Objekt 704 direkt auf die Gun geballert. Nimmt sich hier nochmal den Blindschuss in der Hoffnung, dass das Objekt da immer noch steht. Und wo man hier natürlich extrem aufpassen muss, ist, wenn im gegnerischen Team Artillerie ist. Weil Artillerie blind schießt, also macht ziemlich gerne Blindschüsse auf diese Position, weil man einfach weiß, dass dort die ganzen Sniper und Medium-Tanks stehen. Das ist halt Standard sozusagen. Er nimmt jetzt nicht den 50B, sondern versucht dann nochmal den 54 Light zu treffen. Ja, sieht sehr gut aus. Es ist ja ein Tontaubenschießen hier. Gerade im Augenblick absolutes Tontaubenschießen von Arkaon. Nicht Arakon. Arkaon. Ja, WOT. Er steht hier eigentlich die ganze Zeit nur rum und ballert sich den Binsemann wund. Wenn du so oft zum Schuss kommst im Real Life, ohne dich zu bewegen, dann sind die Nutten nekrophil. Nein. Also. Es ist natürlich jetzt ein Gesnipe hier an dieser Position, ja, aber da kannst du dem Spieler keinen Vorwurf machen, weil A, ist die Grille 15 mal dazu gedacht, um zu snipen, und B, warum zur Hölle soll er sich von dieser Position bewegen, wenn der Gegner so dumm ist und sich immer wieder in Schussposition bringt, sodass Arkaon hier reinballern kann. Arkaon, Mann, da kriegt einen Zungenknoten rein. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage der gute Mann jetzt gemacht hat. Wahrscheinlich so seine 5-6K inzwischen. Eieiei. Oh, da hinten sind noch zwei T-95, die das hier alles abdecken. Also es sieht sehr, sehr gut aus im Augenblick. Die Heavy-Gasse könnte eventuell... Oh, schöner Treffer da auf den Typ 4. Da war nicht besonders viel zu sehen, aber die Grille hat halt auch eine Laserpointer-Gun. Also die schießt eigentlich immer dahin, wo man hinzielt. Sieht im Augenblick jedoch so aus, als ob die Heavy-Tank-Gasse verloren wird. Mit einigen Verlusten zwar auf Seiten der Gegner, aber am Ende des Tages wird die Seite fallen. Ah, hat hier sogar zwei HE bei. Finde ich sehr gut. HE kann man immer gut gebrauchen. Fast immer. Gibt ein paar Ausnahmen. Ei! Ja, knapp daneben ist manchmal auch vorbei.
Ärgerlich, ärgerlich. Den Typ 4, den hätte man da schon ganz gerne noch einem mitgegeben. Ah, kriegt er ihn vielleicht sogar noch rein? Kriegt er ihn noch rein? Höher, höher, höher in den Turm, in den Turm. Nein, weg. Also sind halt immer nur so ganz kleine Momente quasi, wo man da den Gegner kriegen kann. Und auf den IS-7 seitlichen Turm ist natürlich super schwer. Nicht für Archaon WOT. Das ist halt, ja. MacGyver. Ihr seziert den IS-7 da. Und dann dreht er sich einfach um und schießt jetzt auf den T10, weil Benzin sparen ist gut für die Umwelt. Und wenn man sich nicht bewegen muss, dann sollte man das auch tunlichst vermeiden, weil während der Bewegung ist die Gun immer so ungenau, das Tarnnetz geht nicht mehr an, das Scherenfernrohr ist nicht mehr aktiv. Also bewegen ist wirklich, wirklich ganz schlecht, ist ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja. Was für eine Tontaubenschießrunde. Da muss ich mal mit einem Wörtchen, also hier muss ja noch irgendwas Spannendes passieren, sonst muss ich mal mit meiner Helferelf in Wörtlein reden. Ich meine, ja, schauen wir mal, was noch passiert. Ah, ja, er fährt auf jeden Fall los, der erste Gang. Meine Güte, meine Güte. Wahnsinn. Bringt sich jetzt hier in Schussposition auf die Grille 15 und das Objekt 704. Eieieiei, oh, da sieht er aber nicht besonders... Ach, kommt die Grille, tut sie ihm den Gefallen? Ja, sie tut ihm den Gefallen. Ja, komm. Ja, 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 feine Grille. Ah, nee, da ist tatsächlich noch was im Weg. Ach, da ist das Objekt 704. Und nun muss er natürlich aufpassen, der Archaon, weil die Grille 15, von der möchte er seitlich möglichst nicht kassieren. Und das Objekt 704 ist natürlich auch gerade für die Grille ein sehr unangenehmer Gegner. Beziehungsweise, ich glaube, das Objekt 704 ist für jeden Spieler und für jeden Panzer ein unangenehmer Gegner. Vor allem, wenn es noch Full HP ist und dir einfach mal eine latschen kann. Ah! Jetzt! Ernsthaft, World of Tanks? Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Wo hat er denn... Muss er ja genau die Gun getroffen haben, dass der Schuss nicht durchging. Da wäre ich jetzt auf dem Stream wieder ausgerastet, wäre ich da. 12 zu 10 der Spielstand, die beiden T95 da hinten haben die Stellung gehalten. Und nun ist eigentlich nur noch die Frage, wer kriegt den letzten Damage? Zwei T95, ey, auf der Map. Die haben jetzt auch Spaß. Ich meine, die können jetzt geradeaus fahren, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, um in die gegnerische Base zu kommen. Diese ekelhaften Dinger, ey. So, Archaon. Da haben wir die nächste Grille. Bäm. Ah, die traden halt einfach nur Blow for Blow. Was ich gut finde an der, auf jeden Fall an der Begegnung, ist, er hat nicht eine Heat-Munition gebraucht, was er auch nicht gebraucht hat. Eventuell gegen den Typ 4 hätte er vielleicht ein oder zweimal eine Heat nehmen können, aber eigentlich waren alle Gegner, auf die er geschossen hat, immer so einschießbar, dass er keine Heat gebraucht hat. Und er hat auch keine benutzt. Einigen Spielern da draußen ist das ja sehr wichtig, ja, dass man auf Premium-Munition, wenn möglich, verzichtet. Von daher, hier hat er alles richtig gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt an der Stelle mit der Grille machen würde. Ich würde wahrscheinlich reinrasen, mich wasten, das Game noch verlieren. Oh, Objekt 7. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Ein bisschen Luck muss sein. Dann kommt der Skill von ganz allein. Drum singe ich Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Luck muss sein. Ja, ja. Ist halt eine russische Gun, ne? Die ist halt nicht voll eingeaimt. Oh, der IS-7 ist da hinten hin. Der muss ja sich wirklich komplett über da hinten rum verdrückt haben. Just wait for T95. Just wait for T95. I'm not so sure about if I want to wait my life for a T95 to arrive at the other end of the map. Gut, der IS-7 könnte eventuell jetzt da ein bisschen... Nee, oh, ist schon wieder seitlich in den Turm. Ne? Ja, vielleicht. Ich meine, nee.
Das ist halt echt schwer, ne? Anders als die deutschen Türme oder die französischen Türme oder die amerikanischen Türme sind die russischen Türme nämlich rundherum meistens sehr, sehr gut gepanzert, weil sie rund sind. Ziemlich rund. Warum auch immer. So, die Grille jetzt aber, raus damit. Au, doch. Oh, der sah kurz so aus, als ob die wegfliegen würde. Jetzt muss der gute Mann natürlich Heat schießen, weil er hat keine andere Munition mehr drin. Jetzt wäre ein High Roll ganz gut gegen das Objekt 704. Jetzt wäre ein High Roll gut. Ah, die T95, die werden da hinten, die, guck mal, wo die schon sind. Mein Gott, die sind ja gleich da. Es ist halt so traurig mit den T95s. Und was macht das Objekt 704? Hat die Grille nicht gespottet? Oh, abgefackelt und raus. Abgefackelt, raus. Komm, weg, weg. Komm, hier brauchen wir nicht mehr. Objekt 704 ist eh scheiße. Wams. Das hätte auch schief gehen können mit Heat in den Ketten da. Aber was willst du machen, wenn du nur noch Heat hast? Oh, ihr 7 verschießt halt auch. Tja, könnte man jetzt fast rangehen? Wie ist die Schussfrequenz von der IS-7 im Vergleich zur Grille? Kriegt man da 2 gegen 2 Schuss hin? Oder macht die IS-7 3 Schuss, während die Grille 2 macht? Weil dann könnte man einfach trainen gehen. Ah, jetzt... Oh, der Bad-Chat hat sich weggewastet. Und jetzt hat man auf jeden Fall die Zeit, um 2 Schuss unterzubringen gegen 3 Schuss, also gegen 2 Schuss vom IS-7. Da braucht er sich jetzt eigentlich gar nicht mehr so bemühen. Ich wäre halt einfach stehen geblieben. Aber... Arkaon. Ja, Idiot Grill. Ja, total dumme Grille. Hat voll scheiße gespielt. Und die T95 sind auch voll die Morons. Das habt ihr vollkommen richtig erkannt. Ja, die Grille, was soll sie denn machen? Ich meine, die kann jetzt halt einfach eigentlich rauffahren. Ne? Ich würde da jetzt einfach rauffahren. Komm, was willst du jetzt den T95 da noch irgendwas gönnen oder was? Nimm raus, das Ding. Ja, genau, so sieht es aus. Nimm ihn raus, jawohl. Und weg mit dem IS-7. Einpacken, mitnehmen, fertig. Ja, 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 ja. Also Meisterabzeichen, na, definitiv. Großkaliber, Tanksniper, Top Gun, da war einiges drinne. 12.150 Schaden ist natürlich extrem viel. Das ist, glaube ich, mehr Damage, als der Rest vom Team gemacht hat insgesamt. 1418 Basiserfahrung, 6800 Damage davon waren natürlich im Sniper-Modus und am Ende 22 von 24 Schuss getroffen. Arkaon WOT, vielen herzlichen Dank fürs Einsenden des Replays. Es war jetzt natürlich eine Runde, wo ich weiß, dass einige Zuschauer sagen, ja gut, war doch nichts Besonderes, war halt einfach nur Lack gehabt, hier wegen, die Gegner waren zu dumm und er hat halt nur gesniped. Ich gebe zu, hier war sehr, sehr viel Sniper-Action dabei, aber mit einem Panzer wie der Grille 15 ist das halt auch genau euer Aufgabengebiet. Und hier waren die Damage-Werte halt am Ende so überragend, dass wir es jetzt genommen haben. Auch weil ich halt technische Probleme hatte mit dem Abspielen einiger Replays aufgrund der neuen Patch-Version von World of Tanks. Danke Wargaming. Und von daher finde ich, hat es auch mal so ein Sniper-Replay verdient, weil anders kann man diese Sniper-Tanks halt oft nicht spielen. Hier war der Damage einfach atemberaubend und deshalb diese Woche Replay of the Week. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Nächste Woche dann mal wieder ein bisschen Medium-Tank, hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Hoffentlich. Ich werde mal mit meiner Helfer-Elfe sprechen. Medium-Tanks sind eigentlich immer geil. Und dann sehen wir uns dann wieder. Wenn ihr wollt, lasst doch einfach euer Like und euer Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.